Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ein gruseliges Moin Moin, vielleicht. Ja, wir fahren jetzt hier mit diesem Aufzug. Wie nennt man das? Mit der Gondel, vielleicht? In Richtung Aussichtspunkt. Ich warte jetzt auf die Vögel. Wetten? Ah, ich höre sie schon. Weh. Aber die Hunde. Unten sind noch ein paar. Wo sind sie jetzt? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ah, macht euch mal weg, Freunde. Nicht mehr. Guck mal. Oh Gott. Ich bin nochmal wieder. Okay. Der Baum ist durch die Gondel durch. Nein. Ich bleib einfach stehen bleibt. Ja, scheiße. Und du auch noch. Schön nachladen. Muss das sein? Wow! Mist. Alter. Herzinfarkt hoch 10, Mann. Was soll das denn? Unnormal. Ah. Glaub mir, da war was. So, Freunde, ich bin da. Vielleicht noch ein bisschen. Hallo? Ja, nimm mit. Was? Noch mehr? Juhu! Oh. Andere Dude. Kann man auch nicht schön mit der Range arbeiten. Weil ich schön weit schießen kann. Ich glaube, die nächsten müssen wir echt weglaufen. Dann da vorne ist das Licht. Das können wir wohl schaffen. Ausweichen. Er macht's halt einfach nicht. Meine Güte, ey. Zurück, sage ich. Ja. Naja. Wie er da lootet und einfach zu den Leuten geguckt hat. Nice. Cauldron Lake ist der 8. tiefste See der Welt. Und ein Caldera-See. Ich. Keine Ahnung. Der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit den vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. So entstand zwar Sachschaden, Todesopfer gab es jedoch keine. Cauldron Lake, es gab keine? Da sind Minenarbeiter bei gestorben. Naja. Cauldron Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für die Bewohner des Gebiets. Prost. Okay.
Also ist er da unter uns, nehme ich an. Okay, auf diese wirklich vertrauenserweckende Hängebrücke. Oh, da ist Kaffee. Latte Macchiato. Da oben noch einer, Mann. Komm. Du komm schon. Headshot. Jetzt noch der kleine Dulli da oben. Na, blende dich ganz. Daneben. Hm. Okay. Okay, hier gibt es wieder irgendwo. Ah. Nette Geschenke. Ah, sauber. Alles mitnehmen. Was? Voll? Nutzen wir die zu wenig? Es kam jetzt halt auch nie so diese Horden, wo ich das hätte einsetzen müssen. Und ich jetzt. Point of no return. Da ist er wieder. Das Skript. So. Laden ist. Auch hier. Okay. Kommen wir wohl nicht hoch. Oder doch? Was ist denn hier lang? Okay. Wir noch mal eben gucken, ob sich hier hinten nicht noch irgendwas versteckt. Nein. Okay. Geht's jetzt? Na komm los, rüber da. Okay. Warum klettert der nicht einfach hoch? Okay. Oh, okay. Wo sind wir hier? Warum ist die Tür zugemauert? Wie sollen wir da jetzt reinkommen? Da ist Munition. Und irgendwas noch? Ah, wir müssen natürlich durch die Kellertür. Oh. Ah, nein. Latte Macchiato. Tom, I miss you. Okay. Curse you, Thomas Zane. Tom. I miss you. Did you write this? Tja. Irgendwas geht da über uns vor. Da geht's hoch. Tja, hat Thomas Zane, aka Alan Wake, das hier geschrieben? Was meint ihr? Oh, scheiße, wir kriegen hier so viel Muni schon wieder. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aus meinen ersten, ich glaube, zweimal habe ich es durchgespielt auf der Xbox 360. Aber ich kann mich nicht mehr... Also ganz... Wo ist der Freak denn, Mann? Nur ganz wenige Sachen erinnern. Ich weiß das alles nicht mehr. Na, jetzt bricht die Decke hier zusammen. Passt auf. Wie die überhaupt gehalten hat, frage ich mich. So. Oh.
Lebt noch einer? Nein, da kommt doch noch einer. Die ist der letzte. Komm doch, komm ein bisschen näher. Ein Jagdgewehr gefällt mir schon ganz gut. Müssen wir jetzt wieder hoch? Ich glaube fast nicht, ne? Na doch. Doch, doch. Gönnen wir ihm eine Verschnaufspause, Freunde. So, erholt. Weiter geht's. Rüber. So. Jetzt holen wir uns erstmal den Latte Macchiato, ne? Wir wissen ja, dass er da ist. Und dann geht es weiter. Ich frage mich, wo dieser Aussichtspunkt ist. Wie weit soll der weg sein? Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Okay. Das prüfen wir. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Na, ich bin gespannt. Rick! Sind Sie das? Rick! Hey, ich bin hier! Ich komme! Willkommen. Was? Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es, ich hab's nicht gewusst. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Die ist vermutlich ertrunken. Wir haben nur... Da war doch was. Ich lass mal ein bisschen laufen. Ja, Bisher bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Folge 4. Die Wahrheit. Alan. Shh. Baby. Es war nur ein Albtraum. Alice. Name bitte, Alan. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben. Nichts weiter. Sie hatten nur wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod ihrer Frau sind sie geisteskrank. Nein, sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl, ich bringe sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Los.
Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Okay. Hier gab es nur leere Blätter, keine Manuskriptseiten. Ich würde sagen, an dem Punkt beenden wir die Folge. Und machen in der nächsten Folge weiter mit dem 4. Kapitel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei. Und danke, dass ihr jetzt dabei wart. Wir sehen uns in 2 Tagen bei Alan Wake. Haut rein.